Für alle Bücherwürmer steht in Frankfurt bereits zum 8. Mal ein ganz besonderes Event an. Frankfurt liest ein Buch. Der Verleger Klaus Schöffling hatte einst die Idee in der Badewanne. Wie schade eigentlich, dass so viele alte Werke verloren gehen, weil sie nicht neu aufgelegt werden. Schnell war die Entscheidung getroffen, die alten Schmöker wieder neu zu beleben. Die Bücher erzählen allesamt Geschichten rund um Frankfurt. Da gibt es eine ganze Menge. Wie also trifft der Verein Frankfurt liest ein Buch die richtige Wahl? Gerne soll es tatsächlich vergessen sein und dann wiederentdeckt werden. Es muss einen Bezug geben zur Stadt, es muss identitätsstiftend sein. Im besten Fall eine Epoche abbilden, mit der wir uns noch nicht so sehr beschäftigt haben. Das ist schön in diesem Jahr, dass wir ein bisschen in die Zwischenkriegszeit schauen. Ja, das ist es im Wesentlichen. Und natürlich muss es einen literarischen Anspruch haben, weil der Verein ja ein Literaturpublikum bedienen möchte. Mit Benjamin und seine Väter wird in diesem Jahr eine Geschichte aus der Sicht eines Kindes erzählt. Der Autor Herbert Heckmann, der selbst 1930 in Frankfurt geboren wurde, erzählt die Geschichte eines 1919 geborenen Jungen, der auf der Suche nach seinem Vater viele Ersatzväter erfindet. Eine zeitaktuelle Geschichte, die in diesem Jahr sicherlich mit großem Interesse auch an den teilnehmenden Schulen gelesen werden wird. Ich glaube zumindest, dass es ein Ansatzpunkt für die Schulen sein kann, zu gucken, wie hat das Kind damals die Zeit erlebt und seine Rolle gerade in der Auseinandersetzung mit dem nicht vorhandenen Vater und wie ergeht mir das heute. Wir bemerken auf jeden Fall, dass Schulen sich zunehmend beteiligen und sind darüber wahnsinnig froh. Und wenn es über den inhaltlichen Weg gelingt, umso schöner. Das Programm läuft vom 24. April bis zum 7. Mai in wechselnden Locations. Neben den Schulen geht es ins Theater, Kirchen, in Privatwohnungen und sogar in die Frankfurter Tanzschule Wernicke. Was macht eigentlich die Faszination dieses Events aus? Der mit der Organisation beauftragte Lothar Ruske weiß es. Ganz einfach, nehmen Sie sich das Buch, lesen Sie es und legen Sie daneben das Programmheft, was jetzt ja draußen ist. Diese Kombination wird Sie sicherlich überzeugen und sagen, das sind ja tolle Programmpunkte, passend zu diesem Buch, da muss ich hin. Alle Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins. Prädikat: besonders wertvoll.